Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen leichten Pile-Up-Glitch zeigen auf Mauer der Toten und ich fange direkt mal an. Hierfür müsst ihr erstmal nach oben in die gesprengte Suite rein. Dann stellt ihr euch hier neben die Seilwinde und geht so weit rechts wie möglich, Leute, so wie ich. Dann rennt ihr nach vorne, dreht euch nach links und klettert hier an der Ecke hoch. Wenn ihr dann hier oben seid, werden dann die Zombies so vor euch kommen. Nur werden die Zombies dann auf euch werfen, Leute. Das ist aber nicht schlimm, weil ihr euch einfach ducken oder hinlegen könnt und somit den Würfen ausweichen könnt. Oder ihr könnt euch wie ich hier Hirnfäule draufpacken und so wird dann der Zombie auch noch die anderen töten. Ihr könnt dann hier einfach immer wieder aufstehen, die Zombies töten, wenn die werfen, kurz runtergehen, damit sie euch nicht treffen, Leute. Und so die Runden skippen. Das ist zwar nicht der beste Glitch, um XP zu farmen, aber auf jeden Fall eine gute Methode, um die Runden zu überspringen. Am Ende der Runde könnt ihr dann einen Zombie am Leben lassen, um hier rauszugehen, Munition zu holen, eure Waffen zu punchen oder sonst was. Einfach hier rüber klettern, Leute. Und wenn ihr einen Zombie am Leben lässt, könnt ihr wieder ganz chillig in den Glitch rein. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.